So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Patricia 4. So, wir werden, nachdem wir in der Universität unsere Forschung gestartet hatten, werden wir jetzt natürlich fleißig darauf warten, dass dementsprechend in der Universität war es tatsächlich, dass unsere Forschung abgeschlossen wird. Ne? Wie gesagt, wir hatten, glaube ich, zuletzt eine Karavelle in Auftrag gegeben, was die Forschung angeht. Wobei, nee, wir hatten den Hulk erst gestartet, ne? Genau, das war's tatsächlich. Chips-Typen. So, da müssen wir tatsächlich noch warten, ne? Wie es aussieht, war das noch nicht fertig. Dementsprechend müssen wir noch einen Moment warten, bis unsere Forschung dann durch ist. Aber mit dem Hulk, wenn wir den erstmal freigeschaltet haben, können wir dann nach und nach natürlich unsere Kogen austauschen, denn der Hulk dürfte in allen Belangen erstmal besser sein. Ne? Sowohl geschwindigkeitstechnisch, sowohl manövriertechnisch und auch bewaffnet. Dürfte dann also sozusagen unser neues Flaggschiff werden. Wir müssen natürlich dann damit rechnen, dass je mehr Schiffe dieses Types dann in der Hanse unterwegs sind, dass sich auch die Piraten dieser Schiffe bemächtigen werden. Dementsprechend werden wir dann immer häufiger auch mal dementsprechend auf stärker bewaffnete Konvois der Piraten treffen. Hier sehen wir es auch nochmal. 10 von 15 Wissenspunkten haben wir aktuell. 40 Wissenspunkte brauchen wir noch. Ein Wissenspunkt bekommen wir pro Tag. Das heißt, 40 Tage dauert unsere Forschung noch. Sollte man dabei Gelegenheit natürlich dann noch im Hinterkopf behalten. So. Schauen wir mal. Dann gucken wir gleich mal wieder, was wir noch ein bisschen handeln können. Ich hatte tatsächlich ab und an immer mal in den Kommentaren so ein bisschen den Hinweis darauf, dass ich doch mal die Handelsrouten einstellen soll. Das werden wir bei Gelegenheit dann vielleicht auch nochmal in Angriff nehmen. Aber ihr werdet wahrscheinlich mittlerweile auch so ein bisschen wissen, dass ich lieber das Ganze ein bisschen manuell angehe. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir spielen eine Handelssimulation. Gerade in Anbetracht, wie momentan der Stand bei Port Royal 4 ist, also der aktuelle Entwicklungsstand, haben wir dann natürlich sehr schnell immer das Problem, dass wir zu schnell dann an Vermögen kommen, wenn wir die Handelsrouten einstellen. Und das macht das Spiel irgendwo dann so ein bisschen obsolet in der Hinsicht. Ich meine, dann brauchen wir keine Handelsfahrten mehr fahren, wenn im Hintergrund die KI halt im Prinzip alles von alleine macht. Das erübrigt dann so ein bisschen das gesamte Spielerlebnis, finde ich. Einziger Vorteil in dem Fall ist dann halt immer, man kann sich ein bisschen mehr auf andere Sachen konzentrieren. Aber dadurch, dass wir das ja nebenbei machen, also sprich Schatz suchen und Seegefechte mit Piraten, denke ich mal, kommen wir aktuell auch ganz gut ohne die automatischen Handelskonvois aus. So, das Einzige, was wir mal machen werden, wir werden mal schauen. Ach, hier hatten wir einen, glaube ich, schon eingestellt, ne? Persönliches. Wir müssten hier, glaube ich, schon einen Verwalter eingestellt haben. Genau, der arbeitet nämlich aktuell auch schon. Müssen wir mal ein bisschen auf achten. Wir haben wahrscheinlich schon zu viel verkauft, ne? Wir hätten ja den Preis so eingestellt, dass wir zum mehr oder weniger Produktionspreis immer unsere Waren schon an die Stadt verkaufen. So, dann werden wir unsere Reise natürlich mal weitermachen, ne? Wie gesagt, Harlem ist mittlerweile die größte Stadt. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Piraten hatten wir, glaube ich, soweit auch erstmal runtergearbeitet. Da werden wir mal ein bisschen drauf achten. Hier scheint schon wieder Pirat sein Unwesen zu treiben. Ne? Das hast du aus dem Augenwinkel, glaube ich, gerade so ein bisschen gesehen. Dürften wir also vor Lübeck dementsprechend demnächst mal wieder ein bisschen Action erleben können. So, unseren Honig werden wir wieder ganz gut los. Sogar komplett. Das ist schon mal sehr schön. Wein haben die hier noch genug. Hiervon könnten wir noch ein klein bisschen was mitnehmen, auch wenn es nicht allzu viel ist. Wir müssen unseren Hanf unbedingt loswerden. Ne? Auch da herzlichen Dank an denjenigen, der mir das in den Kommentaren nochmal geschrieben hatte. Denn ich bin immer dankbarer darüber, über so ein paar hilfreiche Tipps, wo wir vielleicht bestimmte Standorte haben, wo wir gerade unsere großen Warenmengen, so wie in diesem Fall jetzt, ganz gewinnbringend mal loswerden können.
In dem Fall wurde mir dann mal geraten, das Ganze mal in Oslo zu verkaufen. Da wären wir wohl dann dementsprechend unseren Hanf ganz gut los. Hat logischerweise ein bisschen auch damit zu tun, dass wir in Oslo halt dementsprechend unsere Stockfischproduktion haben. So, und wenn wir immer mal so ein bisschen gucken. Hier sind wir momentan unbeliebt, ne? Wir haben halt dementsprechend schon relativ viele Kredite zurückgefordert. Ja, mittlerweile sind unsere Kredite einigermaßen überschaubar. Ne? Würde ich fast sagen, wir legen mal wieder ein bisschen nach. Wir können auch mal gucken. Aktuell brauchen wir bloß noch ein Kontor und drei Schiffe. Gut, die Schiffe dürften weniger das Problem sein. Wie gesagt, wir werden, sobald unsere Forschung fertig ist, werden wir dann dementsprechend mal ein paar Holks in Auftrag geben. Damit dürfen wir automatisch unsere Flotte wieder ein bisschen vergrößern. So, Wein werden wir auch wieder ganz gut los. So, da werden wir immer mal, na wobei, wir können natürlich ein klein bisschen großzügiger sein. Da können wir, glaube ich, ein klein bisschen großzügiger aktuell sein. So. Schon sind wir zumindest wieder einigermaßen neutral bei der Stadt. So, dann schauen wir mal. Wir werden jetzt nach und nach wieder unsere Runden drehen. Wie gesagt, es wird ein bisschen unser Plan sein, als nächstes uns Richtung Riga und Reval zu bewegen und da vielleicht mal zu versuchen, uns eine Niederlassung zu organisieren. Ne? Denn ich würde als nächstes ganz gerne so ein bisschen unabhängiger von der Fellproduktion werden, die dort verfügbar ist. Und dann, wie gesagt, Felle werden wir hier ganz gut los in unserer Gegend. Problem ist halt, dass die Fellproduktion in den Gebieten, da wo wir es kaufen, nicht ausreichend genug für unsere Mengen ist, die wir kaufen. So, gucken wir gleich mal. Ja, zumindest werden wir den Wein einigermaßen los. So, werden wir immer mal so ein bisschen das Notwendigste bloß verkaufen, damit wir nach Möglichkeiten immer mal wieder nach etwaigen Tagesproduktionen schnell wieder den einen oder anderen Engpass verursachen können. So, hier werden wir wieder fleißig ein bisschen mit Geld um uns werfen. Ja, wir sehen es halt hier alleine schon. Ne? Überall werden halt dementsprechend Fälle gefragt. Dementsprechend können wir natürlich immer mal wieder Fälle ganz gut verkaufen. So, hier müssen wir jetzt auch mal gleich nochmal gucken. Hier hatten wir ja meines Wissensstandes nach auch schon wieder ein bisschen an Produktionen aufgebaut. So, da müssen wir mal gucken. Kontor, wobei, wie es aussieht, haben wir hier noch gar keine Betriebe, oder? Doch, Metproduktion hatten wir. So, wie mir scheint, haben wir hier unsere gesamten Honigvorräte schon aufgebraucht. Ne? Müssten wir rein theoretisch dann als nächstes mal gucken, dass wir aus Harlem unseren Honig wieder abholen. Und den wieder nach Riepen schaffen. So, wir können nebenbei auch mal gleich mal gucken. Wir hatten noch eine Schatzkarte. Ne? Ah, den sehen wir auch aktuell direkt schon. Müsste jetzt hier unten bei Oslo irgendwo sein. Irgendwo hier am Rand. Gucken wir erstmal, dass wir den Schatz erstmal bergen. So, gucken wir doch mal, ob wir den... Ah, da haben wir ihn schon. So. 380.000 knapp aufgerundet. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Können wir die Schatzkarte auch direkt wieder löschen. In der Hoffnung, dass wir unmittelbar vielleicht schon wieder die nächste kriegen. Das wäre dann nämlich gar nicht mal so schlecht. So, und da haben wir auch wieder ein Darlehen zurückbekommen. Sehr schön, ne? Man sieht halt auch, dass man ganz gut Geld zusammenbekommt, auch ohne automatische Handelsrouten. Wie gesagt, das macht für mich eigentlich so den eigentlichen Reiz des Spiels aus. Wirklich manuell seine Geschäfte zu machen.
So. Natürlich wird es ein bisschen länger dauern, bis man jetzt hier 40 Millionen oder so zusammen hat, aber sind wir mal ehrlich, so ist es auch ein bisschen realistischer, ne? Denn selbst 20.000 Gulden sind in dem Zeitalter schon recht viel Geld. Da haben wir nämlich schon den nächsten Teil einer Schatzkarte. Das ist das, was ich meinte. Darauf hatte ich nämlich direkt spekuliert. So, dann gucken wir mal. Ob wir da schon irgendwas sehen. Es könnte irgendwo oben bei Rival sein, wenn ich das so von der Karte sehe. Es könnte irgendwo hier oben sein. Das weiß ich hier so in der Region. Ja, könnte rein theoretisch sein. Lassen wir uns mal überraschen. Werden wir wieder ein paar Teile mehr kaufen. Wie gesagt, wir brauchen in der Regel sowieso das Teil mit dem X. So, auch hier wieder Fälle. Den hat ganz gut. Wir können hier wirklich mal dementsprechend in Zukunft mal versuchen, uns hier ein bisschen niederzulassen und hier im großen Stile dementsprechend dann zu produzieren. So, na, wir sehen tatsächlich hier, werden wir tatsächlich recht gut unseren Hanflos. So, Holz müssen wir auch dran denken. In London hatten wir ja unsere Holzproduktion, beziehungsweise Ziegelproduktion war es, glaube ich. So, hier werden wir überall wieder ein bisschen was los. Sehr schön. Wunderbar. Wir können ja manuell mal kurz nach London gucken, ob wir hier eventuell vielleicht schon wieder das Problem haben mit zu viel Dings. Und zumindest werden wir hier schon wieder unser etwaiges Material los. Ja, wir haben schon wieder leichte Lagerprobleme. Das ist aktuell ein bisschen unser Problem. Ich glaube, wir haben es ein bisschen zu gut gemeint mit der Ziegelproduktion hier in London. Wir könnten rein theoretisch mal gucken. Hier oben haben wir unsere Tongruben. Ne? Ich würde sagen, da verkaufen wir mal ein paar. So, die verkaufen wir auch nochmal. Dann haben wir hier oben nämlich nochmal ein paar. Ach nee, sind gar nicht unsere, ne? Hier haben wir nochmal eine. Und hier haben wir nochmal eine. Ja, das sollte für unsere Voraussetzungen erstmal reichen, denke ich. Oh, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir demnächst mal ein Piratenversteck. Das Versteck eines Piraten ist entdeckt worden. Nun kannst du dir vom Rat der Hanse den Auftrag erteilen lassen, dieses Nest auszulöschen. Die Maßnahmen des Hanserates werden in der Gilde ausgehängt. Sehr gut, dann können wir das demnächst nämlich jetzt mal in Auftrag nehmen. Was wir auch mal machen könnten, wir können mal schauen. Wir werden hier mal gucken, dass wir hier eventuell noch ein paar Matrosen anheuern. Na gut, das wird uns nicht allzu viel bringen. Wir werden mal gucken, dass wir unseren Konvoi hier mal auf Entdeckungsreise schicken. Wir können generell mal gucken, ob irgendwer anders schon entsprechend Handelsplätze ausgekundschaftet hat. Ja, tatsächlich sind ein paar schon. Fünf Handelsplätze wurden tatsächlich schon entdeckt. So, dann... Oh. Okay, unser Kapitän ist anscheinend nicht gut genug, ne, wie es aussieht. Navigation. Ah ja, der hat zu wenig Navigation. Das ist natürlich. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Was wir mal machen können, wir können ja mal gucken, ob sich irgendwas lohnen würde, zu verkaufen. Hier würden wir auf jeden Fall ganz gut Fälle loswerden. Fälle können wir hier ganz gut verkaufen. So, können wir mal gucken, wie wir aktuell ruftechnisch stehen.
Naja, wir sind der Letzte aktuell, ne? Aktuell sind wir noch auf dem letzten Platz. So, das können wir natürlich dementsprechend... Ah, hier ist das Piratenversteck. So, dann werden wir da bei Gelegenheit dann auch mal vorbeischippern und da mal dezent anklopfen. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir hier eventuell schon irgendwelche Betriebe hatten. Hier ist gerade nochmal eine Tagesproduktion reingekommen, die werden wir natürlich auch gleich nochmal mitnehmen. So, Fleisch können wir dann hier lassen. So, dann gucken wir mal. Betriebe hatten wir aber hier anscheinend noch nicht. Ne? Müsste man rein theoretisch mal überlegen. Baustoffe und Stockfisch. Stockfisch würde ich eigentlich ganz gerne herstellen. Können wir mal gucken, was wir da aktuell für brauchen. So. Benötigt Salz. Wir bräuchten also rein theoretisch nur Salz, um den herzustellen, wie es aussieht. Ne? Ist natürlich dazu die Überlegung, wir bräuchten dann natürlich auch wieder irgendwo einen Produktionspunkt, wo wir dann entsprechend auch große Mengen an Salz herkriegen. So, hier werden wir auch gleich nochmal Geld verleihen. Ist natürlich jetzt ein bisschen der Nachteil, ne? Überall, wo wir Geld verleihen und dann dementsprechend das Geld auch einfordern, wenn die nicht zahlen können, reduziert halt massiv unseren Ruf in der gesamten Hanse. Dementsprechend wird das dann natürlich ein bisschen schwieriger für uns, da wieder entsprechend den Ruf zusammenzubekommen, um entsprechend auch mal in den Rat der Hanse zu kommen, beziehungsweise später den Eldermann-Titel zu kriegen. Da müssen wir erstmal einiges an Produktionsbetrieben nachlegen. Denn wir haben ja zum Anfang mal gehört gehabt, die grundlegendste Voraussetzung für Ruf in der Hanse sind halt dementsprechend Produktionsbetriebe. Je mehr Arbeitsplätze wir schaffen, desto beliebter werden wir in der Hanse. So. Und gucken wir mal. Wie gesagt, wir werden dann bei nächster Gelegenheit dann mal das Piratennest mal besuchen. So, überall gleich wieder Geld umsetzen. Das ist nur das Angenehmste, was man machen kann, ne? Geld für Geld arbeiten lassen quasi. So, hier werden wir aktuell mal nichts mehr mitnehmen. Ich denke mal, Met haben wir erstmal genügend, das brauchen wir erstmal nirgendwo mehr kaufen. So, Fleisch werden wir aber nochmal mitnehmen. Und mittlerweile, so langsam aber sicher, auf der gesamten Reise durch die Hanse, werden wir dann unsere Bestände an Wein dann doch schon wieder langsam losen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, da haben wir wieder ein Darlehen zurückbekommen. Sehr schön. Das sieht schon mal sehr gut aus. 2 Darlehen wieder zurückbekommen. Wie gesagt, die erfolgreich zurückbekommenen Darlehen dürften dann dementsprechend auch wieder ein bisschen Ruf gebracht haben. So, dann gucken wir mal. Hier werden wir wieder ein bisschen Metallwaren los. Auch wieder ein bisschen was umsetzen. Hier nehmen wir wieder ein bisschen was mit. So, es entwickelt sich eigentlich schon mal ganz gut. Ne? Wir haben überall mal wieder ein bisschen was, wo wir was austauschen können an Waren. Bei denen haben wir auch gerade wieder ein bisschen was los. Hier sind immer wieder mit. So, das sieht doch ganz gut aus. So, meine Freunde, meine Uhr sagt mir, wir sind bei 20 Minuten. Dementsprechend machen wir eine kleine Folgenpause.
Nächste Folge werden wir mal schauen, dass wir noch ein paar kleine Waren umsetzen, unseren Laderaum noch mal ein bisschen leeren und dann werden wir uns mal dem Piratenversteck mal zuwenden und dementsprechend die Bedrohung wieder ein klein bisschen eindämmen hier in der Hanse. Ihr kennt das Spielchen, wenn ihr mich vollkommen kostenlos ein klein bisschen bei meiner Arbeit hier auf dem Kanal unterstützen möchtet, der ist sehr dankbar drüber. Fleißig kommentieren, fleißig bewerten, das Video gerne teilen und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge. Bis dahin, immer genügend Wind in den Segeln und ciao, ciao.